Neandertaler Talk, dein Podcast von Mann zu Mann. Business, Beziehungen und Sex. Viel Spaß. Internationaler Frauentag am 8. März 2020. Ja, in einem Männer-Podcast rede ich vom Internationalen Frauentag oder Frauenweltkampftag oder wie er auch genannt wird. Und dieser Tag ist ganz genau 109 Jahre alt. Vor 110 Jahren wurde in der Kommunistischen Partei in Deutschland, Dänemark, von der, lasst mich nur nachschauen, dass ich den Namen richtig ausspreche, und zwar von der Klara Zetkin, ja, gegründet als Motivation für die Frauen, für ihr Wahlrecht einzustehen, dafür zu kämpfen. Und da haben wir Männer wirklich mal was, ich sage es mal, nachzuholen oder auch zu lernen dabei oder einfach als Vorbild auch zu nehmen. Ja, und wir dürfen auch das als Vorbild nehmen, weil seit wann gibt es eigentlich den Männerrechtstag? Also ich kenne keine, ich kenne den Männertag, ich kenne den Internationalen Männertag, ich kenne in gewisser Art und Weise den Vatertag, aber den Männerrechtstag, hast du schon einmal von denen gehört? Ich finde es richtig, dass die Frauen einen solchen Tag haben, weil wenn man bedenkt, was in den letzten 100 Jahren alles passiert ist, also insbesondere vor 110 Jahren, als die Weltwirtschaft so richtig ins Rollen kam und auch die Motivation, dass Frauen auch ein Mitspracherecht haben, auch gewachsen ist. Und das finde ich auch richtig so, wenn man einfach bedenkt, dass wir den Ersten und Zweiten Weltkrieg gehabt haben, bei dem die Frauen alleine zu Hause sein mussten und auf die Männer verzichten mussten. Ich will sie nicht als Opfer darstellen, aber einfach, dass ihr einfach mal euch überlegt, Kindererziehung, gleichzeitig Felder bestellen, gleichzeitig auf die Alten zu schauen, währenddem das Millionen von Männern an den langen Fronten den Ersten Weltkrieg gehabt haben oder auch im Zweiten Weltkrieg unterwegs waren. Ja, überlegt einfach mal so, weshalb das auch berechtigt ist, dass die Frauen auch Wahlstimmrecht haben. Natürlich ist der geschichtliche Hintergrund, weshalb das früher die stimmberechtigten Männer grundsätzlich Männer waren, weil sie als Ausgleich für das Stimmrecht mit der Wehrpflicht bezahlen mussten. Also das heißt, nur Krieger konnten wirklich stimmen. Also wenn du kein Krieger warst im Sinne des, ja, im Stammes, nicht diesen Status hattest, hattest du auch kein Stimmrecht, auch als Mann nicht. Und aber das hat sich natürlich in der Kultur und also auch gewandelt. Man ist mehr und mehr zusammengewachsen. Das Sozialismus oder beziehungsweise das soziale Umfeld hat sich sehr stark verändert. Wir sind nicht von den normannen Stämmen oder germanischen Stämmen, sind wir weit, weit weggekommen, mehr zueinander gewachsen. Und das hat auch zu diesem Kultur, den wir heute haben, auch beigetragen. Also ohne diese Schritte, die da gegangen sind, würden wir nicht dastehen, wo wir jetzt stehen, bei dem die Frauen formal gleichberechtigt sind. Und dazu möchte ich einfach mal den Frauen, also wenn du eine Frau bist, die hier meinen Podcast zuhört, einfach mal Danke sagen. Und euch Männer, geht einfach mal zu eurer Frau hin oder zu einer Frau hin und sagt einfach mal Danke. Weil das, was eine Frau leistet in ihrem Leben, sie ist auch die
ja, sie bringt auch das Leben ins Leben. Und unser Auftrag als Männer ist, dieses Leben zu schützen. Aber die Frauen dürfen es auch annehmen, was ja heutzutage immer auch ein bisschen mehr die Herausforderung ist in der ganzen Emotions- und Feminismus-Geschichte, dass dieses Männliche, dass der Mann, der sich erst jetzt neu so richtig entdecken darf, also seit den 60er Jahren auch der Vaterschaft auch erst so richtig gekommen ist. Früher hat man den Vatersein etwas anders verstanden. Und noch früher war natürlich in der Sippe nochmals eine andere Vaterfigur vorhanden. Aber der heutige Mann ist mit Vaterschaft erst in den 60er Jahren entstanden. Und das Ganze in die dynamische Entwicklung auch mit den Frauenrechten. Ich möchte einfach auch mal ein bisschen hinzuschwenken, dass man auch den Fokus oder die Lupe auch mal auf die Männerrechte hinzugeht. Weil heute sagt man immer auch Frauenrechte, Frauen müssen gleich viel verdienen können, etc. Du kennst die Geschichten, kannst überall hingehen. Und da bin ich auch absolut dafür. Ich bin sogar dafür, dass Mutterschaft als Beruf anerkannt wird oder beziehungsweise als Lebenserfahrung anerkannt wird, auch an der Wirtschaft, weil ich als mehrjähriger Hausmann und Vater durchaus auch sagen kann, so hey, jede Frau oder jeder Mann, der zu Hause ist und die Kinder hütet und macht so tut, der hat eine wahnsinnig große Resilienz dabei erfahren. Aber wusstest du, dass im Sinne der Witwenrente die Frau was bekommt, der Mann aber nicht? Wusstest du, dass insgesamt die Sozialdienstleistungen mehrheitlich für die Frauen abgestimmt ist und nicht auf den Mann? Insbesondere wenn es um die Unterstützung von Familien geht. Wenn du ein Mann bist, auf ein alleinerziehender Mann bist, dann hast du manchmal keine Rechte für gewisse Dinge. Erst in der letzten Zeit beginnt es auch zu schauen, wer ist der Hauptverdiener bei einer Trennung von einer Familie, von einem Paar, wer dem Partner Alimente zahlen soll und muss. Früher und auch meistens jetzt noch ist so, dass der Mann grundsätzlich wie da ein Nachsehen hat. Natürlich bestätigen die Ausnahmen auch die Regel, aber wenn man immer ein bisschen nachschaut und da nachliest, was Witwenrente, Waisenrente etc. einfach diese Ergänzungsleistungen zu tun haben, ist oftmals der Mann in der Nachsicht. Wird nicht berücksichtigt. Und da dürfen durchaus die Männerrechtsbewegung auch dazu lernen, was in den letzten 110 Jahren durch die Frauenbewegung, durch die Frauenrechtlerin gemacht wurde. Und die Frauen dürfen da auch hinzukommen und sagen so, hey, klar, Gleichberechtigung fordern wir und wollen wir auch für die Männer haben. Wir wollen nicht nur die Einbahnstraße, sondern wir wollen die Straße, die in beide Richtungen geht. Und dann entsteht die Gleichberechtigung wirklich. Und das beginnt auch in der Fürsorge der Kinder. Dass nicht nur die Frauen als bevorzugte Beziehungsperson angeschaut wird, nämlich dass der Vater ebenso Rechte hat
um diese zu erfüllen. Oder auch vielleicht sogar auch in einer besseren Position steht, um das alleinige Sorgenrecht zu erhalten, wenn das nötig wäre. Und zum guten Glück gibt es da auch immer mehr Beispiele, dass auch da viel sich bewegt, weil man einfach bemerkt hat, es ist nicht nur die Mutter, die weiß, wie es um ihre Kinder besteht, sondern auch viele Väter und immer mehr Väter wissen, was die Kinder brauchen, wissen, was für eine Schuhgröße die haben, was für Freunde unterwegs sind. Und das soll auch hineinfließen. Natürlich ist die Frauenrechtsbewegung immer noch wichtig, weil es gibt noch Unrechtmäßigkeiten, die auch angeprangert werden sollen und dürfen. Aber geht miteinander und nicht gegeneinander. Sagt nicht nur einfach nur, wie Frauen sind die Armen, wie Frauen haben der Pay Gap etc. Nein, auch die Männer haben ihre Unrechtmäßigkeiten gekriegt. Die Männer werden in einem Bedarfsfall, in einem Kriegsfall einberufen. Die Männer sind in der Witwenrente im Nachteil. Überlegt es einfach. Und die Männer werden in Sachen Sexualdelikten hauptsächlich angeprangert, obwohl es in der Dunkelziffer mindestens so viele Frauen auch gibt. Wurde in den Studien auch schon bestätigt. Also kannst du gut einfach mal danach googeln. Ja, sei dir einfach bewusst, dass Rechte für beide Geschlechter da sind. Es ist wichtig, dass die Frauen die gleichen Rechte haben wie auch die Männer und umgekehrt. Dass man nicht nur alles auf Quote macht, dass man nicht nur Förderungsgelder nur für Frauen oder für Mädchen macht, damit die technische Berufe machen können, sondern dass, wenn man solche Förderungsangebote macht, dass auch Jugendliche oder beziehungsweise Männer diese nutzen können und dürfen, damit sie auch da auch vertieft reinschauen können, wenn sie Probleme hätten. Und verteufelt nicht alles gegenüber den Frauen. Und verteufelt, liebe Frauen, auch nicht alles gegenüber den Männern. Weil das ist die Gefahr, wenn man in der Red Pill-Phase ist, wenn man in einer Red Pill ist, dass man die Frauen so ein bisschen nur noch als Dämonin sieht. Nein, sind sie nämlich nicht. Aber auch umgekehrt, dass man nicht nur den Mann als Täter sieht, sondern als Mensch. Schau einfach, dass du menschlich bleibst, auch bei einem internationalen Frauentag. Es gibt Unrechtmäßigkeiten und die sollen auch gezeigt werden. Seid im Dialog miteinander und prangelt nicht euch irgendwas an, sondern geht konstruktiv mit Lösungsansätzen vor, damit ein Wachstum gegenseitig bestehen kann. Ja, liebe Frauen, Happy Internationalen Frauentag und genießt eure Errungenschaften, auch wenn noch ein Weg zu tun ist, aber nehmt den Dialog mit den Männern auf und nicht nur rankeifen und nicht nur wir sind im Unrecht, nein. Die Männer sind auch betroffen und wir wollen auch eine Witwenrente erhalten, wenn sie uns zusteht. Wir wollen auch Vater sein können und die Vaterschaftsrolle übernehmen. Und legt euch auch in die Arme und lasst euch auch ein bisschen führen, weil wir machen es gerne. Und liebe Männer,
Übernehmt wieder die Führung für euch selbst. Lasst nicht alles den Frauen als Führung zu, nach Motto, der Haushalt macht meine Frau, Einkauf macht meine Frau oder meine Freundin, die Erziehungsarbeit macht meine Frau, meine Freundin. Nein, übernimmt die Verantwortung für deine Kinder, für deinen Haushalt, auch für deine Kleider oder einfach für deine Familie. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag. 8. März ist Internationaler Frauentag. Auf www.derbiere.com findest du noch einiges von mir. Gerne kannst du mir auf Upspeak folgen. Ich habe einen YouTube-Channel, den du auch findest unter Matthias Bieri. Und da du wirst auch weiter, also in diesen weit und über 160 Folgen, wirst du auch weitere Interviews finden. Scroll einfach mal durch. Es gibt spannende Männer. Und dieses Jahr ist das Jahr des Vaterschafts 20. Und das ist auch mein Steckenpferd. Sei Mann, bewerte den Podcast, am liebsten mit einer 5-Sterne-Wertung. Und ich freue mich auf dein Like. Teile auch diesen Podcast weiter, denn so können wir auch weiter wachsen und unsere Väter und unsere Vaterrolle auch weiter stärken. Für uns, für die Familie, für die Gemeinschaft. Tschüss.